Visite, präsentiert von Emil Frey, eurem Autocenter Bern, mit Kia Motors. Und Helene Kirchhofer, Uhren und Schmuck ganz nach eurem Geschmack. Und von Ernie Bern, Ernie, unglaublich schön. Jetzt weiß ich auch, warum meine Frisur so ist, weil das Auto so schnell ist. 204 PS, unglaublich. Kia GT Turbo. Hammer, oder? Wo sind wir? In Steffisburg. In Steffisburg sind wir deswegen. Und jetzt machen wir was Tolles. Wir machen Schwemmholzdekorationen. Hast du das schon mal gemacht? Ich auch nicht. Das will ich sehen. Also, auf geht's. Liebe Lüt, wir sind heute im Quartier und jetzt kommt's. California in Steffisburg. Hier sind die Angaben. Wir haben eine E-Mail bekommen und zwar von der Stephanie. Und zwar hat Stephanie geschrieben, was ist dein Wunsch jetzt überhaupt im Jahr 2013? Das kann ich dir sagen. 14. Oh ja, dann 14 sind wir schon. Ja, dann lassen wir das. 14. Entschuldigung, 2014. Ah ja, sie hat sie nur verschrieben. Was ist dein Wunsch? Das kann ich dir sagen, wie ich das Wort California gehört habe. Den Sommer. So. Die haben uns schon vom Fenster aus gesehen, Familie Buri. Da gehen wir jetzt kurz klingeln. So, jetzt sind wir da. Oh, jetzt sind wir da. Ja, super. Oh, ist das kalt, Frau Russe. Oh. Die Regler. Ist Tele Bern auf ihrem Fernseher unter den ersten 9 Sender, können Sie Ende Jahr einen Kia Ceed GT im Wert von über 35'000 Franken gewinnen. Obendrauf gibt es Gutscheine von Helen Kirchhofer für ein Schmuckstück oder eine Uhr ganz nach ihrem Geschmack. Haben Sie Tele Bern später programmiert, dann haben Sie immer noch die Chance, in unserem Kartenspiel ums Auto und die Gutscheine zu spielen. Mal nochmal heu, ja? Das ist gut. Du hast morgen Geburtstag. Ja. Alles Gute zum 60. Geburtstag morgen. Ne? Zum 60. Geburtstag. 18. Und die Frau hat ja morgen Purzeltag, den 60. Jetzt kriegst du von Ernie noch 100 Franken Gutschein zum Haare machen. Ist das gut? Ja. Ha? Zum Geburtstag. Ha? So, also, das sehen wir schon mal. Und jetzt spielen wir Helen Kirchhofer 100 Franken Schmuck. Und ums Auto. Es gibt immer am Ende des Jahres ein Auto, ein Kia Ceed. Hä? Also pass auf, das ist meine Karte. Oh, den Gutschein hast du schon mal gewonnen. Ich zeig's dir schnell, aber ist lächerlich. Hä? Ist lächerlich? Ja, eben. Und das ist noch lächerlicher dann. Also, du musst sagen, höher oder tiefer als es 2, die nächste Karte. Ja, umdrehen. Den Gutschein, Helen Kirchhofer ist auch gewonnen. Und jetzt spielt es am Ende des Jahres um mein Auto, höher oder tiefer als das Ass? Tiefer. Ja, eben, es kann ja nicht anders. Also Umdreher. War doch einfach, jetzt spielt es am Ende des Jahres um den Kia. Fertig? Pass auf, die kommt da hin, schau. Ja, Greti, ich wünsche dir eine ganz schöne 4. Hä? Lass dich schön vieren, ist das gut? Und pass auf den alten Mann auf. Ne? Tschüss, hab mich viel gefreut, Nazis. Zweite Wohnung, tschüss. Ich bleib hier, ich trinke noch einen Kaffee. Tschüss. Mir ist kalt. Hoi, Tele Bern, Löhmann, hoi. Sie kennt die Sendung, das merke ich sofort. Also gehen wir schnell gucken, wo du Tele Bern hast. Ja? Den Kameramann lassen wir dusse, den mag ich auch nicht. So, wo hast du Tele Bern? 18, Tele Bern, siehst du es? Mischle. Mischle. So, also pass auf. Ganz einfach. Das ist meine Karte. Oh, das ist blöd. Da geht es um den Gutschein, Helen Kirchhofer. Und da geht es um das Auto am Ende des Jahres. Höher oder tiefer als das Seni? Wir haben vom Höchel. Okay, also Dreo. Also den Gutschein hast du schon mal gewonnen. Höher oder tiefer als der König? Okay, tief. Dreh um. Das war gar nicht so schwer. So, jetzt kriegst du den Kleber genau ins Fenster. Was denkst du, was dein Mann sagt, wenn der heimkommt? Was ist das? Dennis, hey, pass auf dich auf. Ein ganz tolles Jahr wünsche ich dir. Ne? Und jetzt gehen wir Schwemmholzdekoration machen.
Wir sind jetzt bei Andrea Rothacher daheim und wie ihr wisst, Schwemmholzdekoration, eine sinnflutartig, wie das Hofgeräusch. Sie macht schon über ein Jahr. Andrea, danke dir viel mal, dass ich kommen durfte. Das ist super. Du machst Schwemmholz eben seit einem Jahr? Seit einem guten Hobby. Jahr, ja. Hobby. Hobby. Wie bist du da drauf gekommen? Ich habe mir eine Girlande gekauft für recht viel Geld und habe gefunden, das probiere ich jetzt auch. Ja, das finde ich richtig. Und was sie alles macht, das werden wir jetzt anschauen. Und die Girlande, die so teuer war, die gehen wir erst recht an. Das ist jetzt diejenige, die du da gekauft hast. Genau. Ne? Aber wenn ich jetzt deine anschaue, die du da hast, muss ich sagen, Hammer. Die sind ja dreimal so gut. He? Danke vielmals. Und das ist einfach so Holz, die du siehst am Ufer? Genau. Oder wie funktioniert das? Ja, am besten ist es, wenn es Hochwasser war, der geht... schwemmt es zu und dann, wenn das Wasser zurückgeht, kann man sammeln. Man kann doch auch Holz aus dem Wald nehmen. Warum sagt man Schwemmholz? Holz aus dem Wald hat auch viel mehr Tiere drin und ist viel modriger und verkeilt viel mehr. Und jetzt verstehe ich, warum. Ja. Wie lange hast du an so einem Teil? Ja, es kommt, also mit Sammeln und Bohren, das kannst du natürlich fast nicht rechnen. Ah ja, auch. Bohren musst du das ja auch Also Bohren muss der Mann. Ja, das ist auch richtig so. Das soll auch etwas helfen, ja, eben. Und selber Girlanden zu machen, wenn alles parat ist, zwischen 20 Minuten und eine halbe Stunde. Genau. Liebe Zuschauer, ich mache jetzt eins für meinen Garten, für den Hay. Das ist jetzt ein rostfreier Draht. Genau. Ja. Und jetzt müssen wir erst einen Abschluss haben, oder? Damit das nicht wieder runterrutscht, oder? Was nehmen wir da? Das sind die Quetschperlen. Was sind das? Quetschperlen. Quetschperle. Genau. Ja, die kommen dann hoch. Eine auffädeln, genau. Da ist der Abschluss. Okay, so, jetzt ein bisschen nachfädeln. So, ganz gut. Nächster. So, als nächstes. Oh, der ist schön. Schau mal, das sieht aus wie so ein Knorkse. Ich komme. So, schau mal. Oh, das hebt alles. Das hebt. Oder? Ja. So. Liebe Zuschauer, wie findet ihr das? Komm, mach schnell ein Foto. Danke dir viermal, Andrea, dass du mir das beigebracht hast. Das ist ein Hammer. Wenn ihr auch sowas Verrücktes oder was Schönes machen möchtet, dann meldet euch. Du gibst auch Informationen ab. Genau. Unbedingt melden. Und ich hänge das bei mir der Hey auf. Das wird wunderschön. Wer das sich anschauen will, einfach Hobbys oder Leidenschaften melden. Ihr wisst, ich bin da. Visite, präsentiert von Emil Frey, eurem Autocenter Bern, mit Kia Motors. Und Helene Kirchhofer, Uhren und Schmuck ganz nach eurem Geschmack. Und von Ernie Bern, Ernie, unglaublich schön.